So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario Maker, ich habe letztens beim lieben Hübi im Stream zugeschaut und der hat da Mario Maker Level gespielt von Zuschauern. Da habe ich mitgespielt, deswegen muss ich jetzt mal gerade, um den Kollegen zu finden, von dem ich jetzt eigentlich Level spielen will, hier in meine Liste gehen. Ja, weil das hier ist nämlich alles, ne, das ist alles durch das gestrige, durch den Stream entstanden. Lustigerweise, ich habe auch mein Level einfach mal eingesendet. Es waren so über 600 Level, die eingesendet worden sind. Und er hat halt einfach per Zufallsgenerator welches sich rausgefischt. Und mein scheiß Level war dabei. Ich habe das nicht gedacht, dass das wirklich drankommt. Ja, und der, es ist natürlich nicht so gut gelaufen. Weil es hat halt auch echt Flaws, ne, das wisst ihr. Ihr kennt ja mein Level vielleicht noch. Ja, mit den versteckten Blöcken und so, das ist alles nicht so schön gewesen. So, wo ist denn jetzt der Typ, den ich... Der war's, genau, mit dem Hollow Knight-Ding. Richtig. Von dir wollte ich weitere Level mehr anschauen. Arnnar, komm her. So. Hab ich den eigentlich dann schon? Hab ich, ne? Ah ja. Ich checke mal nicht, ob der ausgefüllte Stern... Okay, der ausgefüllte Stern ist, dass es Favorit ist. So. Wir gehen einfach mal von Anfang an durch. Weil ich glaube, der hat sehr cooles Zeug gebaut. Okay, Splatoon kenne ich mich nicht aus. Das lassen wir mal weg. Keine Ahnung, was das ist. Wir gehen rein. Und der hat auch so Sachen gebaut wie hier, ne? Rechenlevel und lauter so Zeug. Musiklevel. Ich bin da echt gespannt, was der alles noch so gebaut hat. So. Aber das sieht jetzt nach einem relativ normalen Level mal aus. Aber der hat am Anfang wahrscheinlich auch normales Zeug einfach gebaut. So. Okay, da gehen wir hier außen rum. Ja, das ist ein relativ einfach gewöhnliches normales Level. Aber jetzt können wir ja mal gerade noch spielen. Auch wenn es mir natürlich jetzt eher um Opala... um die Gimmick-Level von ihm geht. Nein! Ich bin so ein Trottel. Was heißt Trottel? Ich hätte... Nee, ich bin deswegen jetzt nicht ein Trottel. Ich hätte aber nicht erwartet... Ich hätte halt nicht erwartet... Hoppala. Ich hätte halt einfach nicht erwartet, dass das nicht reicht, von der Höhe her. Aber gut. Hitbox meinte wohl eher nicht so. Oh, hier will ich gar nicht hin. Da will ich rüber. Komme ich da auch gleich? Nein, ich komme nicht gleich hoch. Nein, was tue ich? Nein, was tue ich? Ah, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Dann halt so und dann so und dann so und dann... Wow, ich muss bis darüber, okay. Ach, hier ist die Röhre. Ja, okay. Ab dafür. Ja, war ein cooles Level. Gar keine Frage. War ein schönes Level, aber jetzt nichts, was ich mir hier gimmicktechnisch erhofft hatte. Aber natürlich ein schönes Level. Keine Frage. So. Versus Sans. Okay, das scheint... Ist das jetzt auch wieder so eine Kampf-Dingens? Ich meine, das habe ich schon öfter gesehen, ne? Dass man so einen Sans-Kampf animiert hat. Das ist natürlich auch gut machbar. Ist jetzt die Frage, ob er es mit Musik gemacht hat? Ja. Da war er noch so ein bisschen am Üben. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Sollen wir es probieren? Ja, komm, wir probieren es mal. Ich guck mal, wie lange ich brauche. Kann ich die Fische, weiß jetzt noch nicht, kann ich die Fische kaputt machen, wenn ich auf sie springe? Ich glaube nicht, ne? Bin mir unschlüssig. Boah, aber die Sprünge sind echt knapp. Ah, ich kann sie kaputt machen. Okay, never mind. Mehr wollte ich doch gar nicht wissen.
Oh, Bruder. Aber das ist halt jetzt... Ach. Ich muss halt jetzt immer den Anfang wieder... Wir machen noch zwei Versuche. Und dann gehen wir in ein anderes Level. Weil das ist jetzt wieder was, das könnte dauern. So. Und ich habe halt immer nur einen Versuch. Ich sterbe sofort, wenn ich getroffen werde. Ah, da bin ich jetzt nicht so... Man stirbt hier halt schnell. So, das ist das Problem. Okay, 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 okay. Ah, okay. Okay. Oh, das sieht gut aus. War es das? Da kommt jetzt noch die Special Attack. Nein, er stirbt jetzt da oben. Nice. Okay. Da ist die Special Attack in Form einer Pflanze. Gut. Okay, war nicht so schlimm wie erwartet. War nicht so schlimm wie erwartet. Ich habe gedacht, da kommt noch crazy Zeug, aber es war okay. Ich habe gedacht, da kommt noch so crazy Zeug. Gut, dann Curse of the Pharaohs. Das klingt auch nach einem normalen Level, aber es sieht ganz machbar aus. Wir gucken mal rein. Rätsel, okay, vielleicht ist es doch schon ein bisschen mit Gimmick. Weil mich interessiert halt vor allem, nachdem ich sein Hollow Knight Level gespielt habe, interessiert mich halt vor allem dieses, was er sich so überlegt hat an Gimmicks. Na, also für die, die es nicht mehr wissen, er war der, der dieses Boss-Level gebaut hat von Hollow Knight. Wo er den Kampf gegen die Mantis Lords animiert hat. Okay. Na gut, da muss ich da jetzt halt zurück. Hoppala. Okay. Gut, jetzt befreit man hier die ganzen Viecher. Ah, da unten will ich am Ende rein, okay. Ah, okay, da musste ja irgendwas kommen. Jetzt hat's die hier rüber geschoben. Okay. Okay, ich will hier runter, dann hier hoch. Ach, jetzt ist das hier andersrum. Okay, I see. Die Münze interessiert mich nicht weiter. Nice. Checkpoint. Aber da unten will ich ja gar nicht... Ach so! Doch, ich verstehe. Jetzt haben wir die Switch wieder umgestellt. Jetzt ist wieder alles anders. Yo! Okay, den muss ich erstmal hier rüber lotsen. Oh Gott, Blume. Sonne, meine ich. Oh boy. Sonne. Und hier, nee, hier geht's auch nicht rein. Ich muss hier unten rum. Erstmal Sonne abwarten. Oh Gott. Oh Gott, die Sonne kommt auch gleich wieder. Okay, 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 okay. Nice. Ja, das war cool. Das war so Pyramiden-Level, die am Ende dann so kaputt gehen und so. Das ist immer cool animiert. Das gefällt mir gut. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Weltrekord schaffen soll. Aber sehr schön gemacht. Und das ist jetzt, was ich meine. Jetzt kommen so Gimmick-Sachen. Get the Band Together. Weil Band Together ist ja so ein Musikspiel. Und da hat er jetzt bestimmt das irgendwie versucht, hier rüber zu porten. Bin mal gespannt, was er da gebastelt hat. So, hier schon mal der Checkpoint. Okay. Okay. Swamp Level. Thank you.
Ah, cool. Na, also, da, okay, das ist cool gemacht. Das sind dann lauter solche Rhythmusdinger. Sehr cool. Okay, nächstes. Ah, muss jetzt jedes Mal. Oh, okay. Das ist wahrscheinlich aus irgendeinem Grund notwendig. Ah, baut sich das jetzt Stück für Stück auf? Oh. Das ist halt auch witzig gemacht, ne? Oh, scheiße. Darf einer daneben gehen? Darf einer daneben gehen oder ist es schon vorbei? Nein, es ist schon vorbei. Okay, reset. Okay, es darf keiner daneben gehen. Nice. Okay, cool. Sehr cool. So, hören wir jetzt schon mehr? Also habe ich mir das eingebildet, dass jetzt mehr Töne dazukommen oder doch, ich glaube schon, ne? Ja. Ah, das ist voll cool. Das ist, was ich meine, ne? Der Typ hat so musikalisches Zeug drauf. War das richtig? Schon, ne? Yes. Cool. Nice. Und das war der vorletzte. Und der letzte Raum. Okay. Ja, ich darf halt keinen verpassen, aber das ist nicht so schlimm. Das war easy. Das war easy, aber schön. Cool. Okay, damit haben wir alle offen. Nice. Okay, ja, das war doch cool. Das waren doch coole Ideen. So. Okay. Math Puzzle, genau. Das habe ich auch gesehen in der Vorschau letztes Mal. Das scheint nicht schwer zu sein, aber es ist immer interessant, wie es gemacht ist. Oh, da kann ich gar nicht. Ach doch, kann ich. So, 7 minus 6 ist 11. Ja, das ist offensichtlich nicht richtig. Weil 7 minus 6 ist minus 1. Okay, ich meine, was passiert, wenn ich jetzt dagegen springe? Ach so, der. Ah, der macht automatisch hier draus.
Ja, okay. Habe ich minus 1 gesagt? Ich meinte natürlich 1. Aber darf ich auch selber jetzt was lösen oder kann ich nur... Okay. So, was ist jetzt hier verlangt? 5? Ich meine, was... Es ist ja schon irgendwie so angegeben, was man tun muss. Das ist ja dann kein richtiges Mathe-Rätsel mehr. Mein 5 minus, was ist das, eine 4? Ist 1. Und hier steht jetzt 8. Aber soll ich jetzt einfach hier reinspringen? So. Ach, jetzt ist das ein Plus geworden. Und jetzt steht da 5 plus 4 ist 9. Got it. 8 plus 4 ist 8. Ich meine, wenn ich da eine 4 draus machen will. Opa, da wollte ich nicht. Also ich muss ja, ich meine, man sieht es ja, ich muss ja an diese 4 Münzen rankommen, an die 3 Münzen. Das heißt, man muss jetzt praktisch überlegen. Ich meine, wenn hier eine 0 wäre, so wenn das alles wäre. Okay. Wait. Jetzt haben wir. Ah, 5 plus 3 ist 11. Okay, I see, I see, I see. Ist schon witzig. Ist schon witzig gemacht. Muss ich jetzt irgendwas machen? Ach so, ja, klar. 5 minus 1 ist 5. 5 minus 1 ist 4. Aber da hinten kriege ich keine 4 draus gebastelt. Mir scheint, hier kann ich irgendwas. Ah, 5 durch 1. Ja. Ich habe ein geteilt draus gemacht. Und das geteilt schreibt. Ja, okay. Was steht da dort? 6 minus 8 ist 0. Und daraus machen wir jetzt wahrscheinlich 6 minus 6 ist 0. Aber da muss ich erstmal hochkommen. Wie komme ich an den On-Off ran? Aber ich meine, ich weiß schon, dass ich da hoch will. Aber wie komme ich da hoch? Und dann macht man nachher hier eine 7 draus, ne? Das sehe ich auch. Mit einer Feuerblume, die man irgendwo bekommt, macht man dann da eine 7 draus. Aber hier ist ja kein weiterer Block zum Anspringen. Hier hinten ist eine Rang. Okay, aber die Ra Ach, jetzt ist es eine 16. Und jetzt wird da dra Oh. Jetzt wird da draus nämlich 16 minus 9 ist 7. Ich habe die Feuerblume vergessen. Die ist safe da drin. Nein. Wait. Ah, oh, wait. Got it. So, und jetzt mache ich mit dem letzten Mal hier dann 16 minus, wie ich es gesagt habe, ne? 16 minus 9 ist 7. Okay, ich muss klein werden.
Den kann ich ja nicht mitnehmen, ne? Wir sind ja in Dings, genau. Ich brauche nachher zwei Schlüssel. Ich meine, 5 minus 5 wäre 0. Hier ist aber so viel Platz irgendwie. Ja. Jetzt haben wir nämlich 10. Jetzt ist 5 plus 5 gleich 10. Ah, und jetzt bekomme ich den Pilz. Und mit dem Pilz kann ich jetzt ein Minus draus machen. Und da ist der zweite Pilz. I see. Der zweite Schlüssel. Zwei plus zwei ist fünf. Obala, das hoffe ich war nicht so schlimm. Ja gut, on off drücken. Dann haben wir hier... Zack, und jetzt mach den kaputt. Wieso laufe ich denn drunter? Wieso laufe ich denn drunter? Bin ich lost? Wieso bin ich denn so lost? So. Einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben und den Swamp machen lassen. So. Jetzt ist nur das Problem. Ah, wait. Ja. Und jetzt ist eine 4 draus geworden. 2 plus 2 ist 4. New Year. 2. Es ist schon wieder eine E-Mail. Es ist egal, welche Uhrzeit ich auswähle. Es kommt eine E-Mail während der Aufnahme. Ich müsste grundsätzlich, wenn ich einfach möchte, dass mir jemand eine E-Mail schickt, ich muss einfach anfangen aufzunehmen. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. So, ach so, jetzt muss ich hier was machen. Nee, hä, ich kann einfach hier aufsprengen. Ach, von 2019 zu 2020. Ah, ich verstehe. Das war jetzt kein Mathe-Rätsel mehr, sondern es war einfach von 2019 zu 2020. Okay, cool. Sehr, sehr schön. War jetzt ein bisschen weniger mathematisch, wie ich es erwartet hatte, weil man doch viel einfach durch die Levelbegebenheit herausgefunden hat, was man tun muss. Aber dadurch hat sich dann natürlich das gegeben, was man gesehen hat. Lifetime of Koopa haben wir schon gespielt, scheinbar. Okay. Kann ich mich nicht erinnern, aber scheinbar haben wir es gespielt. So, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich erkenne die Figur nicht, die da dargestellt ist. X. Musik-Shooter. Ist das dann Tohu? Okay, aber ich habe eh unendlich viele Versuche. Das heißt, ich kann einfach auf Verdacht schießen. Bam. Ah, ich muss ja eh nur den Schlüssel treffen. Merke ich gerade. Okay. Oh, jetzt muss ich den Kollegen abschießen. Oha. Ja, es ist Tohu. Nur leider nicht mit Tohu-Musik. Nein, so treffe ich niemals. Jetzt. Nice. Oh, jetzt haben wir die Tohu-Musik. Ich hab's gehofft, dass sowas kommt. Aber jetzt ist natürlich mit Tohu vorbei.
Nice. Oha! Nice. Ich wollte wissen, ob die Musik weitergeht, aber ging nicht weiter. Yes. Oh, scheiße. Das Ding ist ja, er kommt ja von selber runter, ne? So. Also, ich schieße ihn ja eigentlich gar nicht wirklich ab. Oh, Mist. Oh, wait, ich habe keine Blume mehr. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Puh, das war knapp. Okay. Ja, also, war cool. War absolut cool. Schön gemacht. Aber ich weiß nicht, wer die Figur das sein soll. Aber natürlich, schönes Toho-Level. So. Grow. Auch das, keine Ahnung, was es sein wird. Wir werden sehen. Irgendjemand wird wohl wachsen. Ach, und das soll es Glow heißen. Nee, ne? Ach so, Moment. Shell plus Block. Hä? Koopa plus Block. Was soll Koopa... Also Koopa plus Block ist entweder Stachel, Koopa plus Block ist Blume oder Koopa plus Block ist Pilz. Hä? Irgendwie ergibt es keinen Sinn. Ich nehme mal die Stachel. Das war es offensichtlich nicht. Aber was soll denn Koopa plus Block? So, hä? Okay, großer Koopa plus Block ist dann jetzt Blume, oder was? Yo! Also ich musste einfach die Reihenfolge, das war gar kein Rätsel wahrscheinlich, sondern man sollte es einfach einstellen. Und jetzt überlegen. Ja, genau! Hä, wie hat er das gemacht? Was hat er da oben hingesetzt? Das ist ja witzig. Und jetzt kann ich... Ach so, jetzt kann ich testen, was passiert, wenn ich das anders kombiniere, oder wie? So, was passiert, wenn ich ihm gleich die Blume gebe? Dann wird er zum kleinen roten Koopa, okay. Und jetzt ist es der... Ah, okay. Und wenn ich ihn jetzt hier groß mache, dann habe ich die gleiche Situation wie vorhin. Das heißt, ich lasse ihn jetzt erst zu einem Stachelfisch werden. Jetzt wird er zu einem Stachelfisch. Nein. War falsch. Ich habe das Gefühl, ich habe die Logik noch nicht so ganz verstanden. Aber okay, so. Das hatten wir ja vorhin schon. Jetzt machen wir ihn groß.
Wird dann was anderes draus, als wenn er erst groß wird und dann. Nee, es ist auch der rote Koopa. Ich meine, das war ja auch klar eigentlich. Ach, und jetzt, hä? Ja, aber jetzt habe ich doch die gleiche Situation wie vorhin. Das war doch auch richtig, aber. Was habe ich denn danach falsch gemacht? Ich meine, dann bin ich hier gelandet. Und von da komme ich wieder nach hier. So, aber was muss ich denn jetzt? So, das war doch von Anfang an falsch. Ah, ich weiß. Ich weiß. Wir haben noch nicht die Variante gehabt, dass der große Koopa von der Stachel getroffen wird. Die Variante hatten wir noch nicht. Jo! Da wird einfach Bowser draus. Und jetzt kriegt er noch eine Blume und dann wird Giga Bowser draus, also der normale Bowser draus. Ja, alles klar. Ja, genau. Ey, das ist schon witzig gemacht, ne? Und jetzt habe ich den On-Off gedrückt, jetzt kann ich hier durch die Tür gehen. Okay. Ich dachte erst, das ist so Rätsel, ne? Das plus das wird zu was, aber. Sondern die Frage war, was gibst du ihm, sodass er am Ende zu Bowser wird? Okay. I see. Vielleicht hätte man das hier lesen können, aber ich kann halt kein Japanisch. Versus Undyne, rein da. 10,4%. Also, es ist ein Spiellevel. Sehr gut. So wollen wir das. Wait, was passiert, wenn ich hier runtergehe? Okay. Ja, auf jeden Fall der Kampf, wie er sein soll, ne? Oh Gott, ey. Nein, ich habe eine Bombe gezündet. Puh. Oh Gott, 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 oh Gott. Let me live. Hilfe. Okay, keine Bombe mehr zünden. Okay. Nein! Das war schlecht. Ja, jetzt bin ich dead. Das werde ich nicht überleben. Ja, okay. Okay, was passiert in der oberen Tür? Ist das dann der einfache Kampf? Also sind es einfach die Ba. Oh, ja, okay. Wir werden es erstmal nicht rausfinden. Boah, aber das heißt, sobald ich einmal getroffen werde, war es das, ne? Oh Gott. Oh Gott, das ist kritisch. Nein, das war es doch jetzt schon wieder. Ich noch ein Schwert, bitte. Ja, aber das kann ich jetzt ja nicht mehr schaffen. So, das kann ich auch aufhören. Okay, ich will mal die obere Tür mir angucken. Das ist wahrscheinlich dann der. Also es gibt ja zwei Versionen von dem Kampf, ne, im Originalspiel. Und hier ist wahrscheinlich auch dann die einfache Version. Ah. Ja, und deswegen auch zwei Lieder, natürlich.
Und unten war die Hardcore-Variante. Okay, und jetzt? Ach, jetzt habe ich getötet und das andere wäre... Okay, wir müssen alles ausprobieren. Wir müssen alles ausprobieren. Jetzt habe ich es erst verstanden. Das eine war Spare und das andere war Angreifen. Dann muss ich jetzt auch noch Sparen. Dann muss ich jetzt natürlich auch gleich noch Sparen. Okay, die obere Tür ist deutlich leichter. Ich weiß nicht, ob ich das untere schaffe. Ich weiß nicht, ob ich das untere schaffe. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt bären wir. Oder geht's erst richtig los? Stimmt, weil beim Sparen verfolgt sie dann einen, ja, richtig. Okay, das ist witzig. Ah, ich mach den gleichen Fehler wie vorhin. Ich mache einfach den gleichen Fehler wie vorhin. Jo, aber die Wolke muss ich irgendwie hinten halten. Yo, ich habe versucht, die so ein bisschen... Ah. Nein, Wolke. Ah, ich mache den gleichen Fehler wieder wie vorhin. Aber wenn ich halt zu weit vorrenne, dann kann ich da nicht mehr ausweichen vernünftig. Und jetzt rennen. Oh. Oh. Hä? Aber... Okay. Und jetzt haben wir das volle Leben bekommen. Cool. Weil wir sie gerettet haben. Sehr schön. Okay. Aber den unteren... Ich werde es noch einmal probieren, aber ich glaube, das untere schaffe ich nicht. Ich darf halt keinen einzigen Fehler machen. Und das ist echt schwierig. Also, das ist echt schwierig. Also, es darf jeder gerne selber probieren. Und festzustellen, wie schwierig das ist. Ich habe halt gehofft, ich krieg Schwerter, so wenn ich getroffen werde. So vielleicht ein- oder zweimal nochmal ein Leben oder so, aber... Ich habe nur einen einzigen Versuch. Und das ist halt echt eine krasse Stelle. Okay. So weit, so gut. Okay. Ich glaube, das war... Ich wurde vorhin von dem Vorletzten getroffen, ne? Okay. Wir sind weiter als vorhin. Wir sind weiter als vorhin. Man weiß halt auch nicht, wie lang es ist. Das ist das Problem. Nein! Scheiße. Ja. Man weiß halt nicht, wie lang es noch geht.
Aber ich bin weitergekommen als vorhin. Aber die Stelle ist... Ah, das ist so böse. Okay. Ah. Okay. Jetzt kommen wieder die zwei krassen, ne? Nein, ich hab mich doch umgedreht, Mann. Scheiße. Hätte ich jetzt irgendwas noch... Mann, ich hab schon wieder ein Geräusch gehört, ne? Aber was mache ich denn da am besten, wenn die alle so kommen? Es ist am besten, unten zu bleiben oder zu springen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch überfragt. Okay. Na, was ist am besten? Ist es besser, einfach hier stehen zu bleiben? Aber ich glaube, dann... Ich glaube, dann kriegen sie einen erst recht. Ich weiß es halt nicht. Ist einfach zu viel auf einmal los. Da ist einfach zu viel auf einmal los. Nein! Ah, ja, komm. Ich schaff's nicht. Ihr könnt's gerne mal probieren und mir sagen, wie lang das ist, ob man's schaffen kann. Aber ich bin raus. Ich will ja noch die nächsten Level mir von ihm angucken. Player is the player. When the Saints go marching in. Okay, cooles Lied. Was machen wir damit jetzt? Spielen wir damit jetzt hier Dingens? Dieses Rhythmusspiel mit den Pfeilen. Ich sehe nix. Ach so, oha, was? Okay, der ist die Taste. Das ist auch Y. Okay, was ist ein Z? Ach, Z ist hier, ne? Okay, und A ist der hier. Okay, oha, das wird übel. Das kann ich mir vor allem nicht gut merken. Hä? Oh je. Das kann ich mir nicht gut merken. Oh, das wird schwierig. Hä? Oh, wenn das durchgeht, bin ich tot. Okay, oh Gott. Alter. Zum Glück hat es nur 5 Töne, ne? Lol. Okay, das war witzig.
Okay. Okay. Nette Idee. Absolut nette Idee. Kann man natürlich nicht viel schneller machen, weil es halt echt schwierig ist, das zu koordinieren. Aber witzig, das so zu machen. Sehr, sehr interessant. So, was haben wir jetzt alles noch? Music Gate, Super Para Beatles, Bampton, Splatoon 3, Hollow Knight, Picture Poker. Ich würde fast sagen, wir heben uns das noch auf, weil wir sind schon wieder bei 46 Minuten. Ich würde es dann doch eher entspannt im nächsten Part spielen wollen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.